Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2 Brotherhood. Wir sind Das und Miles. Ich bin Angul. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und uns wurde hier der Strom irgendwie abgedreht. Und wir müssen oder haben den Schlüssel zum Kolosseum gefunden. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken, was hier mit dem Strom los ist. Deswegen gehen wir einmal hier hoch. Halt ja auch gar nicht in der Wilder Auditore hier. Ja. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Tatsache, das sieht danach aus. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott. Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tu ich doch! Das Tetragramm, die 72 Namen Gottes, seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert, Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen, 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca, hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Alles klar, dann geht's auf zum Kolosseum, wie es aussieht. Mit dem Van. Hat ja auch lang genug gedauert, die ganze Nummer. Sieht ein bisschen anders aus. Aber nicht doll. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Oh. Ich gehe da alleine vor. Okay. Gut, plumps. Ist aber cool jetzt, so ein bisschen mehr. Ja. So stellt man sich das heute vor. Oder so sieht es heute aus. Alles abgesperrt. So. Zum Glück waren wir hier schon mal. Desmond scheint ein bisschen jünger zu sein als Ezio. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ich werde es mir merken. Ja, auf den Sicker-Effekt in der Form habe ich jetzt nicht unbedingt Lust. So, und hopp. Okay, wieder hoch vielleicht. Warum steht hier einfach so ein Generator mit der Decke drauf? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Oh, guck mal da unten. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Da haben wir uns kämpfen gesehen gegen die Romulus-Anhänger. Wäre ich nicht runtergefallen, hätten wir es noch ein bisschen länger wahrscheinlich beobachten können. Und das ist der Sicker-Effekt, den wir so ein bisschen... Joa. Allein. So, jetzt aber. Wir sollten die anderen das nicht erzählen, dass wir wieder Sachen sehen, die mal waren. Ohne im Animus zu stecken. Das fanden die beim letzten Mal nicht ganz so lustig. Weil das ja auch ein bisschen zu Nebenwirkungen bei manchen geführt haben soll. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Das wäre schön, hätten wir mal Glück. Und hopp.
runter. Versuchen wir es mal hoch. Ja, hoch. Eieiei. Ist voll geil, dass er das einfach alles so gelernt hat in der Zeit, wo er im Animus war. Das Klettern, das Kämpfen. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Auf dem Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Schön, dass über Generatoren zum Klettern stehen. Und da lang. Es muss so unglaublich anstrengend sein, die ganze Nummer hier. Ich würde das so gerne können. Irgendwie ist das komisch. Oh, ja. Ist der 6. Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Ja, aber wer? Die Antwort finden wir vielleicht bald raus. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Ja. Total gut gemacht. So, hier haben wir noch einen Knopf. Und damit dreht sich die Tür. Ja. Ist vor allem voll geil, aber war da noch nie. Aber hey, hier kenne ich mich aus. Hier war ich jetzt nicht sicher schon. Rums. Zu ist die Tür. Knicklicht auf Lightning. Hallo. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Ja, sonst halt nehme ich wieder für bekloppt. Dann bleiben wir mal hier oben. Weil das mehr stylisch ist. Und wahrscheinlich auch der richtigere Weg ist. So. Juno? Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Okay. Dann drücken wir mal die Assassin-Knöpfe. Ich glaube, man muss wirklich mal alle Enden von allen drei ersten Teilen zusammenfügen, um mehr zu verstehen, was hier die Botschaft ist. Da ja auch eine gewisse Zeit immer dazwischen liegt, zwischen den ganzen Geschehnissen und den ganzen Spielen vor allen Dingen. Das ist manchmal doch ein bisschen schwerer Feld. Ich glaube, wir haben einen Eingang. Okay. Bitteschön. Oh, die meinten gar nicht mich. Nicht das, was ich hier aufgemacht habe. Ja, Desmond klettert auf jeden Fall schneller als Ezio, habe ich das Gefühl. Er klettert auch ein bisschen merkwürdig. Okay, warum hat er es eben nicht gemacht?
Ich komme. Okay. Kommt rein. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Schon ist immer ein bisschen anstrengend. Immer. Wohin jetzt? Da oben ist was. Okay, Ezio. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und beten für irgendwas. Mach das. Mr. Auditore sagt, ich muss hier rüber. Er hat auf jeden Fall immer noch an die Vision gedacht. Und die Sachen hierher gezeichnet. Okay. Da hat jemand sehr viel Mühe gegeben, das alles hier vorzubereiten. Das sieht alles noch sehr ungenutzt und frisch aus. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Sie haben uns geschaffen. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Ja, sie redet von der selbstzerstörerischen Art der Menschen. Natürlich. Hier geht was auf. Eine Hightech-Abkürzung. Viele. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Wo ist sie? Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Okay. Ezio, alles klar. Mal schauen, was jetzt passiert. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Lass mit, komm hier runter. Unterwegs. Danke für diese praktische Abkürzung, Kirche. Ist das cool. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Da bin ich nicht so... Was ist passiert? Wir fahren jetzt in den Tempel der Juno, wie es aussieht. Wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Wir sind da. Ja, hier waren wir schon mal. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich habe immer recht. Auch mit der Sackgasse? Habe ich nie gesagt, ein Missverständnis. Juno.
Hier unten war der Schrein der Romulus. Ist schon irgendwie cool. Also, so richtig. Und anscheinend scheint uns der Tempel ja auch zu erwarten. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Tatsache. Und hier hat Ezio den Apfel platziert. Das müsst ihr euch ansehen. Das ist erstaunlich. Wow. Seit 500 Jahren liegt das Heil hier. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Dann gehen wir da mal. Oh, guck mal, da unten ist ein Knopf. Na, was gibt's jetzt? Noch eine kleine Kletter. Natürlich gibt's noch eine kleine Klettereinlage. Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davon fliegt. 100 Jahre könnte ich sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 Sinnen. Ihr mit 6. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Juno sagt, sie hat uns erschaffen und uns den Sinn des Wissens nicht gegeben. Okay. Ich weiß nicht, ob das schlau oder naiv war, uns das Wissen nicht zu verraten, welches sie haben. Vielleicht wäre einiges anders gelaufen. Wer weiß das schon. So, und diesmal müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben ja festgestellt, die ganze Nummer hier läuft doch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen sollten wir hier nochmal runterfallen und das Ganze nochmal von vorne anfangen. Kacke. So, darüber, jetzt ein bisschen vorsichtiger und nicht ganz so hektisch wie eben. So, 1, 2, ganz weit, hopp, hopp, so, Schritt, hoch, noch einen hoch. Warum wissen wir nicht, weil wir euch lassen sollen, wie ihr wart. Und das war wie? Sprich nicht in abgetrennten Sätzen zu mir in den. Seine Vorläuferin oder wie auch immer ich dich nennen soll. So, nochmal das Ganze. Gerade irgendwie dumm runtergeplumpst bin. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt hier so rüber. Ja. So, da lang. Wenn die Kamera sich immer automatisch so ein bisschen dumm dreht, ist das schwerer als...
wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gehört? Was gehört, Desmond? Okay, die hören Juno nicht. Auf jeden Fall bin ich einmal rum. Geschafft. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich hier sind. Könnte eigentlich auch meine eigenen aktuellen Erinnerungen extrahieren mit dem Animus. Der Apfel. Lange und gesucht. Wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Aufhören. Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wehre dich nicht. Nein. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Oh Gott, fuck. Was haben wir getan? Wir haben Lucy getötet. Und den Weg eröffnet zum nächsten Teil. Puh, immer wieder schön und immer wieder kryptische Rätsel der Vorläufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play zu Assassin's Creed 2 Brotherhood. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen und ein Abo und einen Kommentar da lassen würdet und wir uns auch im nächsten Video wiedersehen würden. Es wird auf jeden Fall morgen weitergehen mit dem nächsten Teil. Bis dahin würde ich mich auch nochmal über eine Antwort auf die Frage freuen, ob ich den ersten und den dritten Teil auch nochmal spielen soll. Bin ich ganz interessiert drauf. Ich werde jetzt auch immer so Playlists von den anderen Teilen so in die Endcard mit einbinden, dass ihr da vielleicht, wenn ihr Interesse habt, die anderen Spiele auch mal anschauen könnt, auch die neueren. Und Scheiße, wir sehen uns dann. Er hat einen Schock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. Im nächsten Video wieder, aber hier reden Leute. Wir werden das zusammenschneiden. Was hier noch kommt, wir schauen mal. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Bye bye. So, und wir haben ja noch eine Christina-Erinnerung freigeschaltet, als die Hauptmission dann losging. Also werden wir die noch einmal angehen. Also die Mission beginnen. Manfredo, was ist los? Männer, Savonarolas Männer. Sie kamen, sie zerstörten alles. Wo ist Christina?
Manfredo! Wo ist sie? Sie floh. Die Männer verfolgten sie. Nein! Okay. Vergebliche Liebesmüh. Christina vor Salvadors Männern retten. Okay, was ist hier los? Oh, wir tragen keine Kapuze. Das ist selten. Da lang. Okay, wir können Rekruten rufen. Wo ist dein Reichtum jetzt? Dein protziges Haus. Das Christina. Lauf! Nein. Dann halt doch erst du. Ey, ich hatte ihn fast, aber der ist einfach... Nimm die Finger von Christina. Ey, der kämpft doch nicht gegen mich. Blöde Sau, echt? Oh Gott. Christina, halte durch. Ich bringe dich zu einem Arzt. Alles wird gut. Nein, Ezio. Ich glaube nicht. Nein. Geh nicht. Bleib bei mir, Christina. Ezio, weißt du es denn nicht? Ich war immer bei dir. Ich wünschte, wir hätten eine zweite Chance gehabt. Meine Liebe. Oh Gott, müssen wir... Boah, enden wir das wirklich mit einem Doppeldrama, das Spiel, das Projekt. Den zweiten Teil von Brotherhood. Von Assassin's Creed 2, ja. Das war nochmal eine kleine Ergänzung am Ende. Wir sehen uns dann morgen bei Revelations wieder. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank. Lasst mir ein Abo da, wäre super toll. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bye bye.